Leute, welcome back zu Evoland. Wir sind hier im Edelstahl stehen geblieben und haben direkt eine Kiste. 16-Bit Musik. Jetzt haben wir also einen 3D-Modus. Ja, gute Farben und sogar einen 16-Bit-Modus. Musik. Da haben wir noch eine Truhe. Oh, Herzen. Wow, ihr werdet nicht mal mit einem Schuss niedergestreckt. Wunderbar. Das ist das, was mir gefehlt hat. Können wir uns also ein bisschen mal durchgraben hier. Da war ja natürlich klar, dass hier wieder eine versteckte Truhe ist. Ein Stern. Jetzt unterscheidet sich die Musik schon wieder ganz anders als hier von vorhin. Und wahrscheinlich eine Karte, war ja klar. Zumba. Zumba als Karte erhalten. Wir haben richtig geilen Ritter. Er sieht richtig geil aus, oder? So war die Grafik früher und heute... Da muss ja wirklich alles... Ja, egal. Ich sag darüber nichts. Das könnte ich stundenlang drüber reden. Über die Grafikhurigkeit einiger Leute. Die Viecher sehen echt merkwürdig aus. Diese Oktopusse. Ob die auch EP bringen? Ja, okay, hier sieht man es gerade nicht. In dem Inventar oder in dem Modus. Da muss man schon ganz in Höhen sein. Ah, mal wieder was zum Freischalten hier irgendwo. Wahrscheinlich wieder neue Kisten. Knapp. Was hätte ich mich treffen lassen? Gepixelte Texturen. Ja, so Minecraft-like. Aua. Schade, dass die keine EP geben. Ich könnte sie gut gebrauchen. Sehen aber hässlich aus. Hier geht es bestimmt noch weiter. War ja klar. Dimensionsstein passiert. War ja schon immer so klein. Ihr seid wieder am Spielbeginn. Okay. Ah, okay, das ist also der Anfang. Gibt's denn eine Karte? Habe ich noch nicht freigeschaltet, schade. Laufen wir also doch erstmal hier lang. Ich bleibe noch ein bisschen an den Bäumen hängen. Ah ja, okay, kann ich mich daran erinnern. Gehen wir mal ganz kurz speichern. Okay. Wir sind groß, die Dimensionsstelle ist nur so platt, das heißt, wir können da unten wieder langlaufen, irgendwo weiter ganz nach außen. Aber hier war noch was gewesen. Eventuell noch eine Truhe. Und das Gras macht ja auch mal kaputt. Ich mach gerne Gras kaputt. Eventuell gibt es ein Achievement dafür. So, alles Gras vernichtet. Rasenmäher. Komm her! Komm her! Da sehe ich doch wieder eine Truhe. Oder ein Weg zu einer Truhe. Oder? Verdammt. Ah ja. Tada! Die Karte Pakun, eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. 7 von 23 Karten und 5 von 30 Sternchen. Mal schauen, ob wir die alle in einem Rutsch durchbekommen. Ich bin ja hier äußerst penibel am Absuchen. Aber selbst das bringt auf Dauer nicht das beste Ergebnis. Da muss man wirklich 2-3 Mal spielen. Oder sich einen Scheiß um die Story scheren, sondern wirklich alles grundgenau absuchen. Aber ich möchte ja nicht die ganze Zeit hier... meine Zeit damit verbringen zu suchen, sondern ich möchte euch ja Evoland näher bringen. Gut, wir speichern noch mal ein kleines bisschen. Dann war hier unten, glaube ich, ein Dimensionsstein gewesen. Ah, die Brücken sehen schon viel geiler aus, die Charaktere und alles. Mann, ist das nice. Hier war also der Hammer notwendig. Mit dem Farben immer nur noch ein Schwertchen. Das heißt, man muss woanders lang. Ja. Okay, jetzt bin ich hier gerade etwas ratlos, aber ich glaube, jetzt ging man rechts lang. Rechts und dann weiter rechts. Ah, da ist ein Steinchen, da ist eine Truhe. Ich will den Hammer haben. Ich will einen Hammer haben. Okay. Jetzt bin ich etwas verwirrt. Vielleicht noch weiter zurück an Anfang? Eventuell. Einfach mal langlaufen, wir haben ja Zeit. Ist der erste, dritte Part von Evoland. Kann man sich ruhig mal Zeit lassen, bei so einer schönen Entwicklung. Muss ich zugeben, ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Da kann man hier unten weiter langlaufen. So, die
Lebensbonus. Monster werfen jetzt kleine Herzen ab, mit denen ihr euer Leben auffüllen könnt. Also wieder so Zelda-like. Ah, es gibt es in fast jedem. In vielen Spielen, dass also die kleinen Herzen abgeworfen werden, aber aus Zelda kennt man es halt. Hui! Was haben wir denn da Schickes? Kamerazoom, ihr seht total cool aus, wenn ihr einen neuen Gegenstand erhalten habt. Oder erhaltet. Heißt, die Kamera lädt sich immer so hinter die Kiste, damit man sehen kann, ja, was der Champion da so bekommt. Okay, da ist also nichts. Da kann man sich auch nicht lang schlängeln. Aber der Baum sieht trotzdem sehr merkwürdig aus. Da kriegt man schon einen Holzverlags oder so, damit wir das Ding nieten können. Richtig umnieten. So, da ist das kleine Herzchen. Alter, sieht das geil aus. Man sieht das geil aus. Das sieht ja geil aus. Was bekommen wir jetzt? Ein Sternchen. Sammelt alle versteckten Sterne in Eoland. Mach ich, mach ich. Ich versuch's. Ich hoffe mal, dass es auch richtig open wird. Dass man dann... Oh, ja, hab ich total übersehen. Wie kommt das denn bitte zustande? Kann ich das übersehen haben? Das ist wieder ein Steinchen. Oh, da ist die nächste Kiste. Bestimmt wieder eine Karte. Ist ja mal so abwechselnd. Sternchen, Karte, Sternchen, Karte, Sternchen, Karte, Sternchen, Karte. Ja, Mann. Wie recht ich hatte. Die Wespe. Wir haben eine Karte geschaltet, die die Wespe ist. Oh, hier kann man wieder ein Steinchen kaputt machen. Ey, ich brauche unbedingt einen Hammer. Ich werde das alles zu Tode nieten. Oh, da hat es gerade ein bisschen geruckelt. Herrgott nochmal. HD-Texturen. Oh, Alter, wie geil ist das denn bitte? Feinkörnige Anzeige. Dafür braucht ihr eine gute Grafikkarte. Übel mies. Die Noria-Mine liegt im Süden von hier. Wenn wir es schaffen, sie zu durchqueren, erreichen wir mein Heimatdorf. Ich hoffe, hier geht es allen gut. Beeilt euch bitte, mein Held. Okay, also hier geht es erstmal nicht lang, wollte sie uns damit sagen. Sondern da holen wir uns noch die letzte Kiste. Oh, hier geht es ja noch rechts weiter. Die vielleicht letzte Kiste, maybe. Und da haben wir wieder ein Item bekommen. Nächster Stern. Ja, das sind zwar nicht wirklich versteckt. Muss man wirklich nur die Kisten aufmachen. Aua. Okay, hier geht es jetzt nicht weiter. Später muss man wahrscheinlich die ganzen Steinchen noch kaputt schlagen. Aber das kommt später dran. Jetzt noch nicht, jetzt noch nicht. Okay, dann muss es hier also gleich die Noriamin geben. Dreidimensional. Alter, wie geil ist das denn bitte? Das erinnert mich jetzt richtig an Tales of Symphonia. Die Welt ist nicht mehr flach. Und wenn jetzt auch so eine Elemente kommen, so dass die, wenn ich näher an den Leuten bin, dass die dann angezeigt werden auf der Map, dann ist richtige Errungenschaft freigeschaltet, 3D. Da ist die Mine. Übel mies, Alter. Übel mies, geil. Aber wenn wir jetzt aufstehen, passiert bestimmt was oder auch nicht. Okay, passiert hier nichts. Können wir jetzt einfach durchlatschen. Freigeschaltet, Mine geöffnet. Jetzt könnt ihr die Noria-Mine erforschen. Okay, links geht's nicht lang. Rechts geht's nicht lang. Links geht's nicht lang. Da oben Gänge ist lang. Hoppla. Anscheinend will man mir sagen, dass es hier lang gefährlich wird. Dass es hier... Mensch. Anscheinend will man mir sagen, dass es hier lang gefährlich wird. What? Naja. Da ist ein Bowser-Zeichen drauf. Das muss böse sein. Okay. Oh. Die Tür ist anscheinend verschlossen. Wir müssen einen Weg finden, um sie zu öffnen. Ich zähle auf euch. Aber gerne, Schnecke. Wir können bestimmt Bomben. Zerbreche ich die Töpfe. Zertümmern wir erst das... Hübsche Keramik. Da sind bestimmt Münzchen drin. Oder Herzen. Hier unten waren ja auch noch zwei gewesen. Möchte ich natürlich auch noch ganz fix holen. Ich hätte gedacht, man bräuchte Bomben dazu, aber anscheinend doch nicht. Oh, da links kann man sogar noch was sehen. Das lässt mich doch gleich den Verdacht schließen, dass es hier links irgendwie geheime Gänge gibt. Ja, quatsch mal nicht voll. Möchte mal ganz fix gucken, ob es hier nicht lang geht. Okay, anscheinend nicht. Schade. Manche gibt es immer solche... hier geht's lang. Okay, ist auch zu. Kann man also auch noch nicht ganz öffnen. Da möchte ich rüber, da braucht man irgendwo den Schalter für. Weil die sehen echt hässlich aus, die Fledermäuse. Bisschen gefährlich. Druckplatten, das wünsche ich gerade Fort Knox. Patsch!
Und Batsch! Freigeschaltet, Türmechanismus. Fragt sich, warum sie überhaupt Türen haben. Ja, frage ich mich auch. Wenn es keinen gibt, der die Mechanismen verteidigt. Roter Zauberer, seine Fähigkeit, eure Kleidung schnell zu trocknen, wird euch gefallen. Alter, leck mich. Ist er tot? Ich glaube nicht. Mag ich nicht, geh weg. Er ist tot. Aber hat kein Herz hinterlassen. Ah, da kann man Bomben. Wenn man Bomben hat, kann man da wahrscheinlich was zusammensprengen. Und lass mich raten, gibt es Bomben im Fallenraum. Hoppla, vielleicht hätte sie nicht hier reinkommen sollen. Niu. Bestimmt sind da Bomben drin, lass mich raten. Oder ein Schlüssel. Ratet mal, wofür? Eventuell für eine Tür? Am Bomben gibt es sie definitiv. Ich habe die brüchige Wand schon gesehen. Das muss dafür sein. Da muss es noch irgendwo Bomben geben. Skelett, ihr braucht bloß eine... Ja, muss man von der Seite treffen. Ansonsten ist der unbesiegbar. Aber auch das Hindernis haben wir gelöst. Okay, den kann man nicht kaputt machen. Da ist schon wieder was zum rüberlaufen. Auch da. Ich sehe etwas im Wasser. In der Nähe muss das noch einen Mechanismus geben. Nein, sag bloß. Sag bloß. Alter! Geht der mir richtig krank auf den Sack? So, weg damit mit dir. Irgendwo ist etwas passiert. Schon wieder. Okay, da sind die Mechanismen noch nicht freigeschaltet. Aber hier. Labyrinth! Läuft immer nach links, oder war es rechts? Ich laufe hier einfach jeden Gang lang. Wie sieht es denn damit aus? Aber ich mache trotzdem alles kaputt. Ich möchte noch nicht durchkommen. Hier gibt es bestimmt noch irgendwie... Ah, da brauche ich einen Schlüssel für. Da komme ich eh noch nicht lang. Da komm mal, gib mir das Herz her. Scheiße. No, ich möchte das Herz haben. Ey, die Grafik sieht so hammergeil aus. Ey, da wünscht man sich von manchen Spielen heutzutage echt, dass es so eine Grafik hat. Ah, danke für das Herz. Ey, das ist mal echt geile Grafik, muss ich sagen. Sowas wünscht man sich. Und ein Schlüssel. Tja, wer hätte das gedacht? Wäre auch langsam knapp geworden von den Möglichkeiten, wenn es da keinen Schlüssel gegeben hätte. Aber da haben wir noch eine Truhe. Wahrscheinlich wieder ein Sternchen oder eine Karte. Dann ist die nächste Truhe also eine Karte. Ist etwas leicht herauszufinden, den Algorithmus, wo man, damit man das immer bekommt. Sternkarte, 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 Sternkarte. Aber wir haben zuerst wahrscheinlich eine Karte gefunden, weil wir jetzt 8 von 8 Sternchen haben. Und, 8 von 30 Sternchen und 8 von 23 Karten. Stirb. Nochmal, stirb. Herzchen. Verschiebbarer Klotz. Der brennt aber. Erinnert mich an Lufia. The Rise of the Sinistrals. Sehr gut spielen, muss ich überhaupt sagen. Kann man nur empfehlen. Aber generell sind alle... Alle Super Nintendo Spiele von früher den Spielen von heute weitaus überlegener. Ah, da kann, keine Ahnung. Ich will jetzt keine Spiele nennen, um die schlecht zu machen, aber da können einige Spiele echt nicht mithalten. Da kann man sich echt eine Scheibe abschneiden, mal. So, bevor wir im Raum weitermachen, ich habe irgendwie das Gefühl, hier kommt gleich was Großes. Machen wir kurz eine Pause und sehen uns dann gleich wieder. Bis dann!